Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur dritten Folge von Don in Heilbronn. Hier in Heilbronn. Nee, Heilbronn stimmt nicht ganz. Kurz vor Möckmühl, unserer Abladestelle. Ja, genau. Möckmühl oder Möckmühl? Müssen wir mal schauen. Ja, letzte Woche haben wir uns ja ein bisschen verfranst, deswegen sind wir da jetzt im Verzug. Sonst hätte es wunderbar gepasst. Wir haben am Ende der letzten Folge fertig gewesen. Ja, übrigens, erste Folge jetzt hier mit neuem Lenkrad und. Ihr wisst schon. Ist nur ein kleines bisschen ungewohnt, ne? Ich will immer hier Knöpfe drücken zum Blinken und so weiter. Der will abbiegen. Was sind das hier für komische? Wer baut denn sowas hin hier? Die kleinen Bibu so hier auf dem Mittelstreifen. Industriegebiet. Ja, das fetzt schon. Das fetzt schon hier. So, den werden wir noch schaffen, bevor der in den Kreisverkehr kommt. Oh, steht einer. Gerade durch, meinte er. Da geht schon mal der Sabotagebalken hoch, siehst du das einwandfrei. Den seinen Spiegel haben wir dran gelassen. Stehen aber alle sehr ungünstig hier. Äußerst ungünstig. Ja, was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, wer sich wundert, dass es das jetzt wieder anders aussieht, ich habe den Reshader oder den Shader wieder runtergenommen. Fragt mich nicht, was das Problem war. Auf jeden Fall ist mir das Spiel abgestürzt. Hat irgendwie ein Update gemacht. Wo will denn der jetzt mit mir hin? Ach, das ist jetzt hier nur das Industriegebiet oder was? Und das hier ist jetzt die Bude oder... Oh, Mist, jetzt sind wir ja dagegen geworden.
Das war unprofessionell, Don. Das war unprofessionell. Das ist mir noch nie passiert, dass ich das hier so verschätzt habe. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo das überhaupt sein soll. Das Einzige. Ach, ich habe, glaube ich, ich muss da rein. Ja, ich muss da rein. Das nützt nichts. Ja, warum ich jetzt die rechte Seite da so völlig ignoriert habe, das weiß ich nicht. Das ist mir ein Rätsel. Das war eigentlich... Ich will nicht wissen, wie viele von euch jetzt die Hände vor dem Kopf geschlagen haben und gesagt haben, oh, was macht der da? Zu Recht, wohlbemerkt, zu Recht. Das war überflüssig. Diese Kollision war einfach nur überflüssig. Da wir aber nun mal da rein müssen. Werden wir jetzt hier rückwärts reinschieben? So weit wie es geht. Und nun von dieser Seite hier, jetzt wird es rechts wieder so eng, seht ihr das? Mal gar nicht so weit reinschieben müssen. So, den Schuh draus. So, jetzt haben wir uns hier erstmal um eine Dings kümmern. Nummer sicher gehen, wo willst du die Ladung haben? Ja, morgen ist vernünftig. Ach ja, den Icons-Mod fällt mir gerade ein, den habe ich auch rausgenommen. Den hatte ich erst im Verdacht, will ich den abstürzen. Boah, steht kein Trailer hier, das ist ja geil. Dann ist es ja gar nicht mehr so kompliziert hier. Da hält sich das ja hier an Grenzen. Ja, den Icons-Mod hatte ich rausgemacht, weil das Spiel immer abgestürzt ist. Ich weiß nicht, woran das lag. Es war auf einmal irgendein Workshop-Update. Die Mods, die aktualisiert wurden, habe ich rausgenommen. Das Spiel ist trotzdem abgestürzt. Und am Ende habe ich den Shader mal runtergemacht und da ging es. Das war ganz komisch. Weiß ich nicht, woran das lag. Ja, und der Icons-Mod war auch einer von denen, der aktualisiert wurde. Deswegen hatte ich den in Verdacht. Dass der vielleicht für diese Abstürze verantwortlich sein könnte. Ja, dann das wird ja noch nichts so richtig, aber wir können es uns jetzt etwas einfacher machen.
So, na sehen Sie. Da können wir jetzt hier abladen. Und weiß man noch nicht, wer mich hier wie abladen will. Kommt die hier von der Seite dran? Ja, doch, bitte, könnte gehen. Ja. Ich werde mich mal kümmern. So, wir sind leer. Leerer als leer. Wer jetzt denkt, Dunn, du hast Logbuch nicht ausgefüllt. Doch, ich habe gerade die Aufnahme gestoppt, habe ich dran gedacht. Und nur noch das Abladen hier. 40 Minuten eintragen. Das schreibe ich übrigens hier in eine Zeile. Und jetzt schreiben wir wieder hier fahren. Mückmühl. Ja, wir bleiben hier in der Stadt oder in den Ort, wie auch immer. Wir müssen hier ins sehen wir es im Navi, es geht nur irgendwie ja, vor halt irgendwo, keine Ahnung. Trade Aux. Trade Aux laden wir jetzt. Irgendwelche Säure, aber ist angeblich kein Gefahrgut. Keine Ahnung. Da ich das Zeug ja nicht kenne. Muss ich mich da mehr oder weniger drauf verlassen, dass das halt so ist, wenn das da so steht. Das ist wohl die Bude hier. Zumindest schon mal ein Trailer von der Bude. Naja, nur mal schauen. Ich werde mal reintrommeln, machen wir mal fragen, ob ich hier richtig bin. Ja, sind wir. Sind wir. Da ist unsere Rampe, seht ihr das? Rampe B. Sagt die drinnen zu mir, ja, bist du richtig? B. Ja, was? Naja, B. So was B. Na, Rampe B. Ach, ich sag Rampe B. So, ihr seid die einzige Firma, die ihre Rampen mit Buchstaben nummeriert hier. Hätte die, was weiß ich, hätte die gesagt. 12. Ja, wäre ich vielleicht noch selber auf Tor 12 gekommen, aber B. Wollen wir es über rechts probieren hier?
Ja, man könnte es halt auch schwer machen. Ne? Man hätte ja auch einfach drehen können und über links reinfahren können, aber nee, und dann macht's halt so. Oh nee, noch gerade, noch gerade, noch gerade. Na, es wird noch nichts. Das akzeptiert er. Das ist ja Wahnsinn. Wir wollen schon mal ordentlich an der Rampe ranfahren, oder? Also ich gucke nach der Rampe, gell, nicht nach dem virtuellen Gedöns da unten. Ah, die ist aber auch breiter wie der LKW. Gut, okay, lassen wir es dabei. So. War ja eine höllische Tour hier, nachdem wir sie einrauchen müssen, 14:50 Uhr. Und da ist ja eigentlich schon gerundet gewesen, es war ja noch nicht mehr gestimmt. Merkmühl, dasselbe, also 14:50 Uhr. 16:50 Uhr. Schreibe ich dahinter dann gleich wieder meine Arbeitszeit, wa? Fahrzeit 5 Minuten, sind wir jetzt bei 45 Minuten Fahrzeit. So, Schlüssel nehme ich mit. Ja, ich werde hier hinten reintrampeln, wir werden es alleine wieder nicht machen. Muss ich bestimmt wieder mich daneben stellen oder vielleicht sogar mitmachen. Das wäre ja tragisch, wenn ich meine Tür finde hier. Und ich melde mich dann bei euch wieder, wenn ich geladen bin. Zapsarab. Fängt langsam an hier und dämmert, ja. Oh, warte, ja. Fängt langsam an und dämmert. Ging auch recht zügig hier, das Laden. 17:35 Uhr. Das geht, das geht. Da hatten wir schon schlimmere Aktionen. Wenn ich dann an unseren Fernverkehr denke in Europa, ja. Das heißt, es waren 35, 45 Minuten. 45 Minuten Arbeitszeit. 80, 125 sind wir dann. 125 Minuten Arbeitszeit bisher und nur 45 Minuten Fahrzeit. Willkommen im Nahverkehr. Ja, mal kurz auf die Karte gucken. Hier ist nicht kompliziert. Wir fahren jetzt hier. Uiuiui. Und damit mal lang. Wieso fährt denn damit mir nicht Autobahn? Ja, meinetwegen können wir machen. Wir können es mal probieren. Ich wäre hier Autobahn gefahren. Aber vielleicht kommen wir jetzt hier besser raus oder so. Wir probieren es einfach mal. Ja, das ist dann die Erfahrung. Ja, wie gesagt, Bundesstraße hier bis Öhringen. Ne? Öhringen dann auf der A6 bis Kupfer, da ist unsere Ablandestelle quasi am A der Welt. Ja, pro Säure haben wir geladen. Pro
Oder Bor, Verzeihung. Borsäure. Borsäure, aber nicht Bor im Sinne von Bohren mit H, sondern ohne H. B-O-R. Ich meine, das schon mal irgendwo gehört zu haben. Aber was das jetzt ist und wozu man das braucht, keine Ahnung. Jetzt aber? Ja doch, ich muss jetzt hier auch raus. Und so viele PKWs hier, die arbeiten hier wohl auch in Schichten, wa? Unser Klausi hier, der macht das uns hier extra ein bisschen schwierig, oder? Das macht er doch mit Absicht. Was mich halt so auch verwundert hat, war, dass das hier so ein Komplex ist. Das finde ich eine richtig geile Idee. Da wäre ich wahrscheinlich selber nie drauf gekommen. Ja, macht hier halt Schranken hin, nicht? Und aber. Du denkst, du bist in der Firma, aber eigentlich ist das hier nur so ein Platz, so eine Gemeinde von mehreren Firmen. Das ist der absolute Hammer. Das gibt's wirklich. Gibt's wirklich ab und zu. Ich kann jetzt leider kein Beispiel nennen. Fällt mir keins ein, aber ich finde das eine klasse Idee. So, das ist ja erstmal so ungefähr die Strecke, wie wir gekommen sind, nicht? Oh, das war ein Kreisverkehr, genau. Oh, zu spät gesehen. Ich habe übrigens meinen Retarderhebel verkehrt umprogrammiert. Wer sich vielleicht gerade wundert. Normalerweise Hebel nach unten, um den Retarder zu aktivieren und die Stufen zu erhöhen. Bei mir ist aber genau andersrum. Gut, ich muss euch ehrlich sagen, durch das ganze Hin und Her jetzt hier weiß ich gar nicht, wie lange die Folgenzeit ist. Ich würde zwar sagen, sie ist zu Ende, rein vom Bauchgefühl. Wenn sie bis hier gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, abonniert, kommentiert, was das Zeug hält. Und nächste Folge sehen wir uns hier feuchtfröhlich wieder. Also. Bis dahin, falsch und rechts. Grüßt die Leute. Macht's gut. Ciao.